Bei TV Wissen geht es heute darum, einmal den Ausschalter zu drücken und zu sich selbst zu finden. Wir zeigen, welche Möglichkeiten es durch professionelles Coaching gibt. In Deutschland, Österreich und der Schweiz gibt es rund 50.000 Coaches. Doch was machen sie eigentlich? Coaches begleiten Menschen in einem persönlichen oder beruflichen Veränderungsprozess. Viele kennen den Mentalcoach aus dem Sport. Jeder professionelle Sportler nutzt einen solchen Coach, um auch psychisch fit zu sein. Ängste oder Blockaden sollen in einem Wettkampf nicht belasten. Genauso wie im Sport nutzen inzwischen auch viele Manager, Führungskräfte und Privatpersonen das Coaching, um Hindernisse zu erkennen und zu bearbeiten. Jeder hat das Recht und auch die Möglichkeiten, ein selbstbestimmtes und erfolgreiches Leben zu führen und muss sich nicht von düsteren Gedankenspiralen in einem Hamsterrad bewegen. Um diese Veränderung erfolgreich umzusetzen, stehen einem qualifizierte Coaches zur Seite. Diese geben quasi Hilfe zur Selbsthilfe, denn die Lösung liegt immer bereits in einem selbst. Man kann den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen und besser vorankommen. Immer mehr Menschen fühlen sich beruflich und privat gestresst und überfordert, fühlen sich wie im Hamsterrad und spüren zunehmend Blockaden. Unsicherheit weicht der selbstbewussten Gestaltung des Lebensweges und dies führt schnell zu Ängsten und Disharmonie. Es hindert einen daran, sein Potenzial voll auszuschöpfen und ein erfüllendes und erfolgreiches Leben zu führen. Zum einen ist es erstmal ganz natürlich, dass wir Höhen und Tiefen in unserem Leben haben. Und dann geht es darum, wie reflektieren wir uns selber? Welchen Zugang haben wir zu unserem Inneren und können uns vielleicht auch da an der Stelle regulieren? Und oftmals fehlt uns in diesem Moment von Stress und Druck einfach die Situation, dass wir den Blick von außen finden und eine neue Perspektive auf die Situation werfen. Claudia Schober ist systemischer Coach mit besonderen Qualifikationen im Resilienz- sowie Health- und Self-Care-Coaching. Im Verlauf ihrer beruflichen und persönlichen Entwicklung hat sie erkannt, wie wichtig es ist, Menschen dabei zu unterstützen, ihre Persönlichkeit zu entfalten und ihre gesunden und natürlichen Stärken zu entwickeln. Mein Coaching-Ansatz ist systemisch. Mein gesamtes Coaching ist eben so aufgebaut, dass ich mit systemischen Fragestellungen starte und darüber hinaus in zwei Themenbereiche reingehe, und zwar in das Resilienz-Coaching und auch in das Health- und Self-Care-Coaching. Und im Resilienz-Coaching, da gehen wir auf die verschiedenen Faktoren ein, die einen innerlich stark machen. Und im Health- und Self-Care-Coaching gehen wir darauf ein, dass wir Körper und Geist einfach auch mit in diese Thematik einbeziehen. Ich spreche erfolgreiche Menschen an, die mitten im Leben stehen und die eben auch vor einer Herausforderung stehen, die ja vor Grenzen stehen und auch da einfach einen Blick von außen haben wollen und einen Perspektivwechsel schaffen wollen, einen anderen Zugang zu sich selbst finden möchten. Ja, es beginnt mit dem kostenlosen Erstgespräch und da stellen wir einmal fest, ob der Rapport passt, ob das stimmt, wie die Rahmenbedingungen dazu sind. Und dann geht es weiter in das Anliegen, in die Klärung. Was ist das Thema und was ist das Thema hinter dem Thema? Und wenn wir das herausgefunden haben, geht es in die Zieldefinierung und dann geht es weiter im Prozess mit Ressourcenorientierung, dass wir all die Ressourcen, die in einem drinstecken, in diesen Prozess mit reinnehmen. Und dann haben wir im nächsten Schritt auch die Emotionsarbeit, die darf in der Regel nicht fehlen, weil das so ein ganz, ganz großer, wichtiger Anteil ist. Ja, dann haben wir noch das Wellness-Coaching. Und das Wellness-Coaching findet am Birkenhof statt, in Hofenstetten. Das ist ein 5-Sterne-Spa-Resort. Eins der schönsten Wellness-Hotels, die ich persönlich auch kenne. Also eine ganz schöne Kulisse, die wir da haben. Und da darf ich die Coaching-Haltung eben auch weiter transportieren, was total sinnvoll ist, denn das bedeutet, dass wir die Gesellschaft insgesamt einfach auch noch mal ein Stück besser machen können. Und das an einem Ort, wo man sowieso auch schon die Distanz im Alltag gefunden hat. Und das in einem Paket, ja, welches Detox Coaching eben heißt, oder Mental Detox nennen wir das. Dann geht es auch noch mal in das Energy Coaching. Da geht es wirklich um Ressourcen. Wie kriege ich Ressourcen aufgebaut, die mir jetzt für den Alltag
Helfen und Guttun. Und dann haben wir noch das Health and Self-Care Coaching. Und da schauen wir uns nochmal in einem Blick an, wie ein gutes Lebenskonzept ausschauen kann. Was mich persönlich sehr glücklich macht, ist zu beobachten, wie die Selbstwirksamkeit des einzelnen Menschen sein kann, wenn er sein inneres System verstanden hat und wenn er da seine Punkte gefunden hat und seine Hebel gefunden hat, um diesen Schritt auch wirklich in die Umsetzung zu bringen. Im Arbeitsalltag stehen Führungskräfte wie Mitarbeitende unterschiedlichsten Erwartungen und Herausforderungen gegenüber, denen sie gerecht werden müssen. Es ist daher nicht ungewöhnlich, wenn in der Zusammenarbeit Spannungen und Konflikte auf fachlicher und menschlicher Ebene entstehen. Werden diese nicht ernst genommen und gelöst, leiden darunter nicht nur die Arbeitsergebnisse, sondern vor allem die beteiligten Personen. Damit ein Team gut funktioniert, muss gut kommuniziert werden. Und wenn da Spannungen da sind, wenn da das nicht reibungslos funktioniert, dann funktioniert auch die Zusammenarbeit nicht mehr und dann gibt es Konflikte. Sabine Heiß ist Supervisorin und Coach bei Regensburg. Mit ihrer Arbeit unterstützt sie Teams und Einzelpersonen dabei, ihre Handlungsfähigkeit zu bewahren oder neu zu entfalten und anders zusammenzuarbeiten. Es gibt bei mir zwei Bereiche, mit denen ich arbeite. Das eine ist Coaching und das andere ist Supervision, wobei das eigentlich zwei Seiten einer Medaille sind. Also Coaching ist eine Begleitung, die eher zielgerichtet ist. Ich möchte von Punkt A zu Punkt B kommen und ich brauche einfach ja, sowas wie einen Bergführer, eine Bergführerin, die mich eben dahin bringt und mir behilflich ist dabei, den richtigen Weg zu finden. Und Supervision ist eher was, wo ich als Supervisorin auf die Situation drauf schaue, quasi von oben, um zu erkennen, was ist denn da? Wer steht denn da alles noch auf der Bühne? Ja, wollen Sie mir einfach erzählen, was so das Thema ist, was Sie umtreibt? Mhm. Ja, wir arbeiten in Arbeitsgruppen zu 5 Leuten und wir kriegen eben da Projekte angeliefert, die wir dann gemeinsam vorentwickeln müssen. Und irgendwann muss man das halt mal dann beim Gruppenleiter auch mal dann präsentieren, wie weit man dann gekommen ist. Und dann ist doch immer wieder die gleiche Erfahrung, dass eine Person oder zwei Personen und gerade die, die eben im Vorfeld nicht besonders aktiv waren, in diesem Augenblick dann besonders glänzen. Er hier hat hier schon, also tut sich wahrscheinlich eben auch schwer, da in diese doch älteren, gewachsenen Beziehungen da so reinzukommen. Es ist nicht so, dass er ausgegrenzt würde, aber auch durch sein Verhalten disqualifiziert er sich da doch auch ein bisschen. In erster Linie richtet sich mein Angebot an Menschen in Arbeitssituationen. Das können Einzelpersonen sein, aber auch Gruppen, Teams, die einfach Beratung und Begleitung für ihre Arbeit möchten und die ihr Handeln professionell reflektieren möchten, um sich einfach persönlich und auch in ihrer Arbeit weiterzuentwickeln. Es hat auch eine Zeit gedauert, bis wirklich alles dann in die Mitte gebracht wurde. Also so wie Konflikte einfach laufen, dass manches dann so doch verdeckt bleibt, aber unterschwellig wirkt, so hat Frau Heiß dann auch die Gabe gehabt, sich wirklich da geduldig dem zu stellen und immer wieder in ihrer Art und Weise des Führens, des Gespräche-Führens, dann doch zu dem Punkt gekommen ist, was denn eigentlich der Konflikt war. Also das macht einfach Spaß, Menschen dabei zu begleiten, das Beste aus sich rauszuholen und zufrieden in die Arbeit gehen zu können. Weil wir sprechen immer von Work-Life-Balance und das bedeutet ja eigentlich, dass in der Arbeit nicht gelebt wird. Aber wir verbringen den großen Teil unseres Lebens in der Arbeit und deswegen muss da auch Leben stattfinden. Und das ist das Ziel, dass die Menschen auch in der Arbeit gut und gerne leben.
Unser Leben stellt uns gelegentlich vor besondere Herausforderungen. Situationen oder Phasen, in denen eine Veränderung notwendig oder sogar unausweichlich ist. So sind im beruflichen Alltag Führungskräfte und Mitarbeitende zunehmend unterschiedlichen und immer höheren Belastungen ausgesetzt. Auch unsere heutige Arbeitswelt wird immer komplexer. Die Veränderungen sind auch schneller. Und das Arbeitsvolumen, teils durch Personalmangel, wird auch immer höher. Das hat zur Folge, dass man sich selber überfordert fühlt, weil man vielleicht nicht die Kompetenzen auch hat, muss ich ja schnell in ein Fachgebiet einarbeiten, und zur anderen Seite überlastet ist, weil es einfach das Volumen zu hoch ist. Zu diesem äußeren Druck kommt dann noch dieser innere Druck, den man oft auf sich macht. Man hat hohe eigene Ansprüche, vielleicht Blockaden oder Konflikte, die einen hindern, auch effektiv zu arbeiten. Und da bietet Coaching eine wunderbare Möglichkeit, um voranzukommen. Voranzukommen welcher Weise? Mit Perspektivwechsel, dass man einfach Dinge neu erkennt, wahrnimmt und für sich selber dann neue Handlungsmöglichkeiten erschließt. Gabriele Sebald ist Business- und Life-Coach in Weiden. Auf der Grundlage von über 25 Jahren Führungsverantwortung sowie Ausbildungen und Qualifikationen in den Bereichen Führungskräfte und Teamentwicklung sowie gewaltfreier Kommunikation nach Rosenberg begleitet sie heute Führungskräfte, Teams und Privatpersonen. Ich bin schon immer irgendwie motiviert gewesen durch Wachstum, sei es Wachstum in Organisationen oder in einem selber, die Entwicklung. Ich habe Betriebswirtschaft studiert, zuerst in Deutschland, dann in den USA. Bin ausgewandert nach Kanada, an die schöne Westküste. Habe dort im internationalen Marketing gearbeitet und in meiner Freizeit aber mich dann schon weitergebildet zum Seelsorger, wo ich ehrenamtlich tätig war. Da kam schon die Frage auf, will ich Coach werden? Aber die Zeit war noch nicht reif. Die war dann reif, als ich wieder aber in Deutschland war, im Vertrieb gearbeitet habe, in der Automobilbranche und an so einen Punkt kam, wo ich mich fragte, wie lange will ich das eigentlich noch machen, deckt sich das mit meinen Werten, und mich da auf die Suche begeben habe nach der Veränderung, was ist es, und da kam sofort eigentlich die Coaching-Tätigkeit wieder und so habe ich dann eine 20-monatige Ausbildung als Coach begonnen und die Zertifizierung machte ich mit dem EASC. Das ist ein europäischer Berufsverband, der sehr hohe Qualitätsstandards und Ethikrichtlinien hat. Das geht da um Werte wie die Würde des Menschen, Freiheit und Selbstbestimmung. Das ist mir wichtig, weil es geht um den Schutz der gecoachten Person. Für ein erfolgreiches Coaching braucht man Vertrauen und Sympathie. Und das bekommt man eigentlich nur durch so ein persönliches Kennenlernen. Deswegen sind die ersten 30 Minuten kostenfrei für einen Coachee. Danach kann er sich entscheiden, will er weitermachen oder nicht. Dann geht es in die Arbeitsphase durch Anwendung von verschiedenen Coaching-Methoden. Wir haben ja jetzt den neuen Mitarbeiter und also ich habe mit dem total Probleme. Ich komme einfach nicht klar. Und dann habe ich mal überlegt, ja, gehst du mal auf ihn zu oder so, aber habe ich auch nicht hingekriegt. Und jetzt habe ich festgestellt, dass viele oder einige meiner Kollegen jetzt auch eben mit ihm da langsam Probleme bekommen. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass man so eine Aufstellung macht. Das bedeutet, Sie sind innerhalb eines Systems, Ihre Gruppe, Ihr Team und sind verschiedene Leute und man stellt es bildlich dar. Also wir haben jetzt hier zum Beispiel, das wäre die Eingrenzung Ihres Teams, Ihrer Gruppe. Mhm. Und hier habe ich verschiedene Figuren. Mhm. Der Vorteil ist eigentlich, das so jetzt im 3D darzustellen, das tut was mit einem. Jetzt würde ich noch mal gerne das Augenmerk auf die Augen richten, mhm, dass Sie mal schauen, wer schaut zu wem hin? Ja, er schaut hier zu denen hin, die schauen darüber und die schauen dahin. Und er schaut eigentlich... Ah ja, interessant. Zum Coaching ist lösungsorientiertes Arbeiten. Es regt neue Denkweisen an. Um im Prinzip zu dem Punkt zu kommen, dass man wieder versteht und weiß, was gut für einen ist und das dann auch umsetzen kann. Es ist eine vielseitige Tätigkeit, ich finde es sehr schön, aber am meisten Spaß macht es mir einfach, mit Menschen zu arbeiten, sie zu begleiten in ihren Veränderungsprozessen, in ihrer Entwicklung, und ich finde es sehr bereichernd. Es erfüllt mich.